Ich muss sehr stark sein, um meine Koje zu schützen. Woher kommt dieses schmackhafte Aroma? Atme den reichen Geruch ein und entwickle Charakter, Hooligan. Pünktlich wie immer, Chef. Bedien dich. Darf ich keine Burger haben? Und Sie haben heute Glück. Besondere Grüße vom Gefängniskoch. Und dieses Gebräu riecht sogar nach Tante Betty selbst. Das ist fair. Je mehr du die Wache respektierst, desto besser isst du. Moment mal, ich habe auch Ersparnisse. Kein Wunder, dass ich hier bleibe. Ich werde etwas arrangieren, Chef. Ich bin nicht gerade ein Penner, verstehst du? Hey, Myers, das Gold wartet. Ich liebe gut gebratene Steaks, okay? Ich bin kein Geldautomat, aber es scheint echt zu sein. Nur eine Option für diese Münze. Low-Cost-Menü. Pass auf meine Hand auf. Voila. Für wen hältst du mich? Geht es nur mir so oder fehlt etwas? Hast du dich entschieden, die Lebensmitteletikette zu vergessen? Gier ist das, was mich zerstört. Nimm deine Soße. Hätte es sofort machen können. Iss und sei still. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mein letztes Geld für Haferflocken ausgebe. Hoppla, warum ist dieser Tag so unglücklich? Alles ging schief. Du wieder? Ich habe in meinem früheren Leben viel gesündigt. Meine Robe riecht nach Lavendel. Sie sind ein Ehrenmann, Sir. Schuh, Meister der Gefängnisaromen. Nacht. Dieses Geräusch lässt mein Schiff vergessen. Was ist das? Und es ist eine interessante Situation. Hey, das ist ein Gefängnis hier. Okay, ich werde versuchen, mein Lachen klein zu halten. Juhu. Nun gut, obwohl ich arm bin, bin ich immer noch schlau. Stehen Sie Schlange für meine Erfindung. Der Pilot nahm die Ausgangsposition ein. Ich werde am Anfang arbeiten. Sorgfältig. Wie geht es meinen Weizen? Ich war noch nie so nah am Erfolg. Lasst uns das Glück nicht verschrecken. Kein Alarm? Freiheit, ich komme! Hab ein schönes Leben, Verlierer. Autsch. Ich habe das nicht vorhergesehen. Hallo? Warum so viel Aggression? Schnell zu mir, Myers. Wie kannst du es wagen, einen gefährlichen Verbrecher zu verlieren? Ich sehe, Sie sind zu beschäftigt mit Ihren Banknoten. Ich kann dich auch einsperren. Meine Autorität wird zerstört werden. Hab Erbarmen. Lass mich spazieren gehen. Alle scheinen zu schlafen. Das ist genau das, was ich brauche. Chris, Sly Fox, geht auf die Jagd. Oder besser gesagt, auf ein Geschäft. Ich hoffe, nachts niemanden schlafwandeln zu sehen. Großartig. Operation E hat begonnen. Ein Gauner wie ich gibt nicht kampflos auf. Auf geht es. Ich habe Trumshank Redemption zu oft gesehen. Nun, alle notwendigen Werkzeuge sind vorhanden. Wenn ich den Häuptling nicht wiedersehen möchte, sollte ich die Karte überprüfen. Ich berechne vielleicht nicht die Skala, aber ich habe freundschaftliche Beziehungen zu Hämmern. Genau. Fokussierung auf den Lüftungsschacht. Was für ein Glücksfall. Ein handgeschöpftes Ticket raus. Ein cooler Titel für mein Buch. Der Ton ist Quatsch, der DJ ist schlimmer. Es ist nur ein Geist einer Party. Was für ein hartnäckiges Mineral. Ich bin schließlich kein Geologe. Toller Beat. Schütteln Sie Ihren Körper. Der Abend hat gerade erst begonnen. Hörst du es? Die Party ist ein Knaller, Jungs. Let's rock. Das muss der richtige Ort sein. Ich wusste nicht, dass Flucht ein so aufregendes Ereignis ist. Der Duft der Freiheit. Warte, ich rieche einen Haken. Nur nicht das. Ich bin wieder ein Gefangener. Oh. Und mit diesem Geruch kann ich mich nicht irren. Heilige Schildkröten, ich bin in einem Banktresor. Endlich hat mich das Glück erwählt. Ja, mein kostbares Gold. Jetzt werde ich dein Papa sein. Hey, gib mir den Goldbarren. Keine Kopfhörer, aber noch schlimmer verwickelt. Interessiert es dich nicht, woher der Schmuck kommt? Pass auf mich auf. Null Chancen. Aber geh nirgendwo hin. Ich erinnere mich nur, wenn ich weglaufe. Aber mein Reichtum wirkt seinen Gedächtnisverlust teilen. Und Konzentrationsprobleme. Dollars geben Solidität. Das ist eine Tatsache. Myers? Hallo, Chef. Störe mich nicht. Ich habe wichtige Verhandlungen. Ich höre ein vertrautes Geräusch. Der Verbrecher hat viel Geld. Bezaubernd. Zeit für Sie zu arbeiten. Warum sind Sie so ungeschickt, Mr. Anderson? Nur eine leichte Prellung wird bald heilen. Ich sollte auch im Gefängnis eine wahre Dame sein. Mein Lieblingsparfüm. Und jemand vergaß seine Pflichten. Ich atme das ein. Myers! Ich hörte Sie husten. Eine Untersuchung würde reichen. Der Rhythmus ist gleichmäßig. Bisher gibt es keine Probleme. Bin ich ein leerer Raum für dich? Okay, hol es dir.
Schreckliche Allergie. Die Nase juckt. Verfluchst du mich, Lady? Ich werde es schnell beheben. Keine Sorge, ein verdientes Werkzeug. Fang! Ich werde mich beim Häuptling beschweren. Ein Instrument des Monats hier. Wird helfen, meine Tränen abzuwischen? Oh, ich werde sie vor Viren schützen. Little Chris ist lebendiger nützlich. Investoren sollten ihre Bank wechseln. Schlaf weiter, Einfallspinsel. Das ist Chris Ära. Ich sehe aus wie ein Schatzsucher. Okay, ich komme später wieder. Noch mehr. Selbst Indiana Jones hätte nie von einem solchen Abenteuer geträumt. Ich werde Myers bezahlen, um den Leistenbruch zu behandeln. Wie viele Meilen bin ich gelaufen? Und vieles mehr. Liebes Geld. Ich glaube, ich bin verliebt. Perfektion hat keine Grenzen. Es scheint, dass der Sinn für Proportionen unseren jungen Oligarchen lange verlassen hat. Ich bin völlig erschöpft. Das reiche Leben ist nicht einfach. Mr. Anderson, darf ich Ihnen eine Maniküre anbieten? Die beste Vergeudung der Stadt steht Ihnen zur Verfügung. Die Hände eines so harten Arbeiters sollten leuchten. Hoppla! Nur ein kleiner funkelnder Splitter. Ich vergesse immer wieder den anderen Gefangenen. Kommt! Gib mir auch eine Maniküre-Wache. Ich bin sicher, das wird dich interessieren. Ich sehe, du wirst dich nicht beruhigen, oder? Da du darauf bestehst, dass... Was ist mit dem Nagelhautöl? Der Meister ist hungrig. Just in time. Sir, die Speisekarte besteht aus schrecklichem Brei aus der Kantine und frischen Sandwiches. Wofür bezahlen wir? Sicher, ich hätte es fast vergessen. Gib mir eine Sekunde. Auch nichts in diesem Vorrat. Haferflocken rücken näher. Ich fühle mich immer traurig mit leerem Magen. Während Chris zögert, muss ich ein Risiko eingehen. Hey, Herr Myers, ich würde gerne das Gourmet-Menü kaufen. Das VIP-Abendessen steht dir zur Verfügung, Fräulein. Habe jeden Cent ausgegeben, aber dieses Gericht ist es wert. Das ist es, was Essenseuphorie bedeutet. Beginnen wir mit den Flügeln. Eine knusprige Kruste. Wir haben ein Fest. Es ist an der Zeit, wieder mit dem Goldschürfen zu beginnen. Fast hätte ich vergessen, wie ekelhaft Geldmangel sein kann. Jetzt bin ich wirklich hungrig. Also lasst uns ein schweres Arsenal benutzen. Ein wenig für Trinkgeld und ein wenig zum Sparen. Es sollte genug für anständiges Essen geben. Bringe etwas Leckeres mit. Und es stellt sich heraus, dass ich betrogen bin. Wir schätzen deinen Input, Abby. Er ist nicht mehr pleite. Und wie macht er das? Lege meine goldene Toilette wieder an ihren Platz. Die Stadt schläft ein und Inspektor Anthony Search beginnt seine Undercover-Mission. In einer Zelle mit einem solchen Kriminellen müssen Sie äußerst aufmerksam sein. Achten Sie darauf, die Beute nicht zu verschrecken. Im Laufe der Jahre im Gefängnis werde ich schüchterner. Warum hört das Geräusch der Schritte auf? So verdächtig. Der Sand ist der Grund. Ich werde unter dem Bett nachsehen. Lassen Sie uns eine gründliche Untersuchung durchführen. Habe meine saubere Uniform auf diese Verbrechen geworfen. Du bist ein geschickter Maulwurf, Anderson. Illegale Beweise direkt am Tatort. Lassen Sie uns unsere Untersuchung fortsetzen und vor allem, ich meine, Geld suchen. Vielleicht ist da Gold in diesem Felsen. Wenn irgendein Betrüger es geschafft hat, es zu bekommen, dann ist es ein Kinderspiel für mich. Reichtum, du kannst dich nicht vor mir verstecken. Anthony ist sehr nah. Lustige Krämpfe wie diese, alle zusammen. Was für eine langweilige Musik. Passt nicht zu so anständigen Männern. Diamanten, gebt auf, solange ihr könnt. Diamanten, gebt auf, solange du kannst. Chris ist fertig, wenn ich keinen einzigen Dollar finde. Ich hoffe, das Rohr, das ich getroffen habe, war kein Gas. Wow, jetzt sehe ich, woher all seine Waren kommen. Gut, gut. Hurra! Hüten Sie sich vor dem Detektiv des Jahres. Hier gibt es Berge von Juwelen. Es ist in Ordnung, ich werde eine Verwendung für Sie finden. Ihr seid sicher mit, Officer Myers, meine Lieblinge. Myers zweiter Besuch im Tresor dauert nicht lange. Genau wie die dritte. Und die vierte auch. Ich bin der neue Herrscher der Welt. Ich träumte, ich hätte einen Palast gekauft. Der Tag muss einfach großartig sein, wenn man reich aufwacht. Morgendliche Trainingszeit. Die Klientel des Wächters steht bereits kurz vor dem Zusammenbruch. Ich tätsche hier zu Tode. Er amüsiert sich irgendwo. Oh, ich verstehe. Es ist Frühstückszeit. Hey, Chef. In der Stimmung für Fleisch. Nicht ins Gefängnis gelassen, Täter. Bedien dich.
Haferflocken von gestern? Zumindest aufwärmen. Ich werde diese Einstellung nicht tolerieren. Nehmen Sie dieses Geld und arrangieren Sie jetzt eine normale Mahlzeit. Ich werde deine Pfennige nicht mehr brauchen. Sag deine Nummer. Ich bin bereit zu verhandeln. Willst du mehr Haferflocken? Du weißt, wo du mich findest. Komm schon, Abby. Keine anderen Optionen auf der Speisekarte. Ich wünschte, ich hätte diese Strumpfhose nicht gestohlen. Dieser Myers ist ein Tyrann. Ich werde ihm einen Betrag anbieten, den er nicht ablehnen kann. Mein Reichtum ist verschwunden. Wie das? Oh, du spielst lieber ohne Regeln? Du bist im feindlichen Territorium, Myers. Von Gier mitgerissen vergaß Anthony alles über Verkleidung. Du hast dein eigenes Todesurteil unterschrieben, Chef. Du hättest den bewährten Banditen nicht überqueren sollen. Ich habe auch einige detektivische Fähigkeiten. Für Tesla, für Ferrari. Ich empfinde Reue. Ich glaube, ich habe mein Abzeichen gefunden. Hast du nichts vergessen? Du kannst mich nicht überlisten. Jetzt bete. Einen Polizisten bedrohen? Weißt du, es war schön mit dir zu reden, aber ich bin schon zu spät zum Bus. Wir sehen uns in 20 Jahren. Auf Wiedersehen, Gefangene. Halte deine Pferde, Cowboy. Wie gefällt dir das? Mein goldenes Abzeichen. Lass den Sack los, Armer. Gib es zurück. Du verstehst es nicht. Meine Mutter ist krank. Das Geld wird dir Leben retten. Jemand kommt. Ich werde nie wieder einen Burrito im Gefängnis kaufen. Du hast ohne Aufsicht völlig die Kontrolle verloren. Was ist los, Sir? Du bist heute so ruhig. Ich finde das nicht gut. Die Ruhe vor dem Sturm. Nur nicht hart schlagen, okay? Sie haben eine Minute Zeit, um es zu erklären, Myers. Genießt du wieder korrupte Praktiken? Ich werde dich im Handumdrehen feuern. Oder vielleicht werde ich einen Satz für dich arrangieren. Ist das klar? Mr. Johnson, der Wächter hat tapfer die Beute gefunden und wollte sie nur zu ihm bringen. Der Gefangene hat absolut recht. Und ich muss dem Verbrecher glauben? Er ist ein Zeuge. Sie werden nie aus dem Gefängnis kommen. Anderson ist nicht der Klügste, aber ehrlich. Ich werde das Geld vorerst konfiszieren. Ich werde die Welt nicht wiedersehen. Ich habe den Mann eingesetzt, der mir geholfen hat. Ich muss diesen armen Kerl retten. Genug von diesem Gejammer. Mein zweiter Vorname ist das Gesetz. Helden wie ich geben nie auf. Ich werde meinen Mitstreiter nicht sehen. Ich werde mich daran erinnern, Polizisten nicht zu helfen. Oh, lass mich in Ruhe, Einhorn. Kaue auf deinem Gras. Die Spezialoperation Saving Private Chris hat begonnen. Der Horizont ist klar. Lauf, ich werde dich decken. Halten Sie sich links und folgen Sie mir. Freiheit! Was glaubst du, werden die Jungs auf freiem Fuß machen? Ich spüre den Adrenalinschub. Yay, und was ist mit der Gesundheit meiner lieben Mutter? Wow. Mach dir keine Sorgen, Anthony. Ich habe eine sehr nützliche Überraschung für dich vorbereitet. Jetzt wird sie geheilt sein und glücklich leben. Nimm alles. Sag Hallo zu Mama. Danke, Chris. Du bist ein wahrer Freund. Gern geschehen.